lass doch die schweren Sachen für Michi. Er muss doch jeden Moment kommen. Na, der ist schon da. Na, dann sag ihm, er soll dir reintragen helfen. Da bist du ja. Ich hab gerade zu Rita gesagt. Ich hab nichts gehört. So, was soll das eigentlich alles? Willst du hier einen Supermarkt aufmachen? Hättest du mich für bekloppt? Na, wenn ich ehrlich sein soll. Du, ich warne dich. Du kriegst noch mal zum Schluss eine hinter die Ohren. Du hast das schließlich gefragt. Aber ehrlich, was soll der ganze Kram? Ich hab vorgesorgt. Wie sich das gehört. Alfred sagt doch selbst, dass alles jeden Tag teurer wird. Und da habe ich die günstige Gelegenheit benutzt. Was für eine günstige Gelegenheit? Eine Nachbarin hat ihre Nichte zu Besuch und die hat ein Auto. Da sind wir mit dem Auto rausgefahren zum Billigmarkt. Was heißt das, eine Nachbarin? Etwa Frau Fechner? Nein. Frau Hennig? Auch nicht. Sag bloß, Frau Surbier! Meine einzige Malin lässt sich missbrauchen von einer Sozialdemokratin. Sie hat mich nicht missbraucht. Wir haben zusammen eingekauft. Die benutze ich doch nur als Deckmantel. Hat dich einer von den Nachbarn gesehen? Wieso? Wieso? Glaubst du denn, dass sie nach Bayern noch einer auf die Straße traut, von dem man weiß, dass er mal SPD gewählt hat? Du brauchst ja keine Gedanken zu machen. Du hast doch noch nie gewählt. Ja, aber bald werden die überhaupt keine Wähler mehr haben. Denn wählst du ja Herbert Wehner, Franz Josef Strauß. Aber das mit dem Deckmantel darfst du über Frau Surbier nicht sagen. Wir haben doch nur eingekauft da, weil es alles so viel billiger ist. Ist sie wenigstens erwischt worden? Bei was? Bei was? Bei Ladendiebstahl natürlich. Als notorische Sozialdemokratin kann die doch mein und dein ja nicht voneinander unterscheiden. Also Ladendiebstahl ist doch wohl eher deine Spezialität. Ich habe mal aus Sport ein kleines Preisschildchen umgeklebt, aber ich hatte jedenfalls keine politischen Motive dabei. Zahnpasta? Und die hat im Auto der Surbier rumgelegen und ich soll die dann in den Mund nehmen. Kinder nicht. Außerdem war es das Auto von der Nichte von Frau Surbier. Ja, eine Jungsozialistin vermutlich. Ist doch alles die gleiche Sippe. Naja, jedenfalls werden ihr jetzt bald die Zähne ausfallen. Der Nichte von Frau Surbier? Der und Frau Surbier auch. Warum das denn? Weil sie sich nie mehr die Zähne putzen können. Weil du nämlich die gesamte Jahresproduktion von dem Zeug aufgekauft hast. Dabei habe ich die extra für dich mitgebracht. Seit wann putze ich mir die Zähne? Eben. Dachte, weil du manchmal so... Weil du manchmal so einen dezenten Mundgeruch hast. Ich habe keinen dezenten Mundgeruch. Ich rieche natürlich. Vielleicht ein bisschen wie ein Raubtier. Aber das ist nun mal bei richtigen Männern so. Auch extra für mich, wa? Ich bin wohl der Einzige in diesem Hause, der ich den Hintern abwisch. Alfred, du weißt doch ganz genau, dass du solche Ausdrücke nicht mehr benutzen darfst. Ja, aber was für Ausdrücke? Ja, du weißt doch, diese Vokabelsprache. Ja, deshalb habe ich auch nicht Arsch gesagt, sondern Hintern. Was ist denn das? 6, 7, 8. Das sind 12 Flaschen. Reicht das nicht? Essig? 12 Flaschen Essig? Allerdings. Und? Ja, was und? Gestern Abend hast du erst wieder gesagt, pass auf, der Winter wird hart. Und das lassen sich die Araber nicht entgehen. Was lassen sich die Araber nicht entgehen? Ja, die drehen uns wieder einen Hahn zu, hast du gesagt. Dann können wir sehen, wo wir Essig herkriegen. Öl, hab ich gesagt. Öl! Mein Gott, habe ich das eben verwechselt? Das kann doch mal vorkommen. Vielleicht wird Essig ja auch knapp. Du bist doch derjenige, der immer sagt, solange die Sozis regieren, kann alles knapp werden. Im Moment werden nur die Sozis knapp. Na, Gottlob! Pack diese schönen Kartons weg. Auf alle Fälle haben wir jetzt was im Haus für den Winter. Ja, Klopapier, Zahnpasta und Essig. Was? Ich hab doch gesagt, dass ich mir was getan habe. Stell dich nicht so an. Hoffentlich ist das nicht wieder was mit deinen Rippen. Aber was soll denn da schon groß dran sein? Na hör mal, wenn die gebrochen oder gequetscht ist. Frauenrippen.
Die sind nicht annähernd so wichtig wie eine männliche Rippe. Wieso? Das tut genauso weh, wenn die gequetscht wird. Aber sie sind nicht so wertvoll. Schließlich seid ihr Frauen ja erst aus unseren Rippen hergestellt worden. Und deshalb sind männliche Rippen wichtiger. Was ist denn schon wieder für ein Quatsch? Ach, die Entstehung des Menschengeschlechtes nennst du Quatsch? Was hat die mit deinen Rippen zu tun? Mit der Rippe von Adam, das kannst du in jeder Bibel nachlesen. Das sind doch Kindermärchen. Jetzt gehst du aber zu weit. Das möchte ich in meinem Haus nicht hören. Das ist ja... Ach, jetzt komme ich nicht auf das Wort. Irgendwas mit blass, aber das ist es. Ja, irgendwie sind die Menschen ja entstanden. Oder wie? Die waren ja nicht plötzlich da. Das war ein Evolutionsprozess. Ja, das hätte ich mir denken können, dass du wieder mit deinen kommunistischen Agitationen ankommst. Und die Erde, die Luft, das Wasser, auch alles Revolutionen? Das war im Grunde ein chemischer Vorgang. Wie kannst du nur sowas sagen? Ja, genau wie hier. Wenn du zum Beispiel Wasser kochst, dann wird aus dem Wasser Dampf. Und wenn der Dampf kalt wird, wieder Wasser. Nun sag doch mal was. Er hat sich ja schon selber in die Pfanne gehauen. Angenommen, das würde stimmen, was du da sagst. Wer hat denn wohl damals den Wasserkessel aufgesetzt? Darum jetzt doch, wer? Jawohl, das war eben der liebe Gott. Von nichts kommt nichts. Einer hat ihm alles geschaffen und... Und die Frau ist eine Rippe, wie ein Stück Kassler. Ja, wie sind die Leute denn sonst wo entstanden? Das waren erst Fische, dann sind sie an Land gegangen, wurden langsam zu Affen und aus den Affen Menschen. Hm? Alfred, stimmt das? Affen, ja. Ja, wenn man euch so ansieht, könnte man wirklich drauf kommen, dass da was dran ist. Wenn ihr einer vom Affen abstammt, dann vielleicht eher. Sehe ich etwas aus, als ob ich vom Affen abstamme? Vielleicht ist da doch was dran, was die Kinder da sagen. Du spinnst doch. Wir sind Gottes Geschöpfe. Er hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. So ja, diesen Mistkäfer da. Soll das heißen, der liebe Gott sieht so aus wie du? Also wirklich, Alfred, ich habe mir den lieben Gott auch immer anders vorgestellt. Ich auch. Größer vor allem. Ich habe nicht behauptet, dass der liebe Gott genauso aussieht wie ich, aber so ähnlich jedenfalls. Guck mich doch mal an. Alles wohl überlegt und durchdacht. Ja, göttlich eben. Halt die Schnauze. Die wichtigsten Teile sind so ja doppelt angebracht. Ehrlich? Bei Michi nicht. Die wichtigsten Teile, habe ich gesagt. Zwei Stück Ohren, damit man rechts und links hören kann. Zwei Augen? Damit man vorn und hinten sehen kann. Ja, auch dabei wird er sich was bei gedacht haben, dass beide Augen vorne angebracht sind. Ja. Was denn? Das ist ja nun egal, ja. Vielleicht wäre man noch mit einem ausgekommen. Das zweite ist nur als Reserve gedacht, wenn eins mal ausfällt oder so. Auch in den Details alles durchdacht. Zwei Arme. Und genau am Ende der Arme die Hände. Da kannst du mir sagen, wo die Hände besser angebracht werden als gerade da? Das ist wirklich sehr gut. Und an jeder Hand fünf Finger. Ja. Vier hätten da auch gereicht. Und statt des einen Fingers hätte man da ein anderes wichtiges Teil anbringen können. Dann brauchte man sich nicht immer die Hose aufzumachen, wenn man mal muss. Das wäre doch gar nicht so dumm. Jedenfalls für die Männer. Schluss jetzt! Und das mit dem Exhibitionisten wäre dann vermutlich auch nicht passiert. Mit was für einem Exhibitionisten? Habt ihr das noch nicht gehört? Hinten am Prinzenpark, da hat sich ein Exhibitionist den Kindern gezeigt. Na und? Man vermutet, dass er hier in der Gegend wohnt. Ja. Heutzutage gehört es ja fast zum Newton-Ton, seine Intimitäten in aller Öffentlichkeit auszubreiten. Warum sollte ausgerechnet unsichtbar davon verschont bleiben? Das Ruth, die Nichte von Frau Surbier, die mich mit dem Auto mitgenommen hat. Aber ihr kennt sie ja wohl alle. Hallo? Ja, ich nicht. Und mit ihrer Frau Tante ist mein Bedarf eigentlich gedeckt. Was haben Sie denn da drin? Propagandamaterial? Mein Gulasch, den hatte ich noch vergessen. Die kleine Krallenbaum hat ihn auch gesehen. Sagst du das? Aber der war doch im Kofferraum.
Nicht den Gulasch, den Exhibitionisten. Ja, die Kinder sehen sich das immer besonders gerne an. Diese dusselige Kuh weiß doch ja nicht, was es ist. Das kommt aus dem Lateinischen. Exhibition, so eine Art Ausstellung. Das weiß ich selber. Die braucht gar nicht immer so tun, als wenn ich bei diesen modernen Sachen nicht Bescheid wüsste. Ich frage doch nur, was er gemacht hat, dass die Polizei ihn sucht. Er hat dasselbe gemacht, was die anderen Exhibitionisten auch machen. Wenn er das vor allen Leuten veranstaltet im Park, dann zeigt das doch gerade, dass er nichts zu verbergen hat. Da braucht man nicht gleich die Polizei. Irgendwann muss man ja anfangen, wenn es nicht schon zu spät ist. Ist das überhaupt verboten? Noch. Ja, solange ich was zu sagen habe, bleibt es auch verboten, ja? Das wäre ja noch schöner, wenn man sich hier nicht mehr auf die Straße trauen kann, ohne solchen Schweinen zu begegnen. Also Alfred, das ist doch wirklich ein bisschen hart. Die Leute wollen doch auch leben. Mich hat noch nie einer gestört, jedenfalls. Und ich habe schon oft welche gesehen. Allerdings in letzter Zeit weniger. Kein Wunder, im Winter klappt das nicht so richtig. Weil es da zu kalt ist. Ach, deswegen. Da hätte ich auch von selber drauf kommen können. Also ich habe mal von einem gehört, der hat sich in einer kleinen Stadt mitten in der Nacht auf den Marktplatz gestellt, unter die Laterne. Und dann hat er ganz laut Feuer gerufen. Und als dann alle Leute aus den Fenstern geguckt haben, da hat er denen dann alles gezeigt. Vom Fenster aus kann man doch kaum was erkennen. Ich meine, die Feinheiten. Das ist denen doch egal. Hauptsache, sie können zeigen, was sie haben. Wenn man nichts erkennt, wir sollen das kaufen. Kaufen? Kaufen? An was anderes kann sie ja nicht mehr denken. Das ist ja schon krankhaft. Das ist ja pervers. Ach, Sie meinen, weil der Laden offen ist? Sozusagen so eine Art Eintrittsgeld. Nein, Ansehen ist kostenlos. Obwohl ich da auch schon mal einem das gegeben habe, weil er sich so viel Mühe gemacht hat. Manche malen ja noch dran rum. Was ehrlich, das höre ich zum ersten Mal. Naja, wenn sie zu Hause nicht fertig geworden sind. Also ich habe das schon oft gesehen. Das ist interessant, wa? Mir wird einiges klar. Würdest du mir bitte mal verraten, wo du dich rumtreibst, während ich arbeite? Da braucht man sich doch nicht rumtreiben. Man muss nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Da müssen Sie mich direkt mal mitnehmen. Ich meine nicht, Sie tun Sie doch nicht so. Wenn es nach Ihrer roten Tante ginge, müssten wir alle nackig drum rennen. Die geht also ja in die Familiensauna. Gehen Sie da eigentlich auch hin? Na und wenn? Wenn ich will, brauche ich ja nicht hingehen, ist ja kein Zwang. Ja, noch nicht, aber wie ich die Sozis kenne, wird es bald Pflicht. Was stehen Sie hier noch rum? Sie haben das Gulasch gebracht und damit ist Ihre Mission ja wohl erfüllt. Gulasch? Glaub eher, dass das Hundefutter ist. Hundefutter? Wir haben doch gar keinen Hund. Wir auch nicht. Ja, das wundert mich. Frisches Fleisch, frische Leber steht da drauf. Und, sonst nicht? Ja. Schnappi! Ich dachte, das wäre Gulasch! Wenn du schon denkst, hast du gesehen, dass da ein Hundekopf auf dem Etikett drauf ist? Ja, auf die Etiketten ist ja nun immer alles Mögliche abgebildet. Wenn man danach gehen würde, manchmal sind da kleine Babys abgebildet und dann ist Milchpulver drin. Außerdem war es ein Sonderangebot. Das ist ja die Hauptsache. Ja, und den habe ich nochmal 96 Pfennig Rabatt gekriegt, weil ich einen ganzen Karton genommen habe. Du, dann hätte ich an deiner Stelle gleich 10 Kartons genommen, das wären dann 9x60 gewesen. So viel hätte ich ja gar nicht tragen können, der eine war schon schwer genug. Wenn du 100 Kartons genommen hättest, hätten wir sogar noch Geld für einen Hund übrig gehabt. So weit kommt es noch, ein Hund im Haus. Nee, nee, das Zeugs wird Rübensamen Kommission geben. Schluss, aus. Meinst du, die essen das? Wer? Die Kommission. Du sagst, das eine war Rübensam. Ja, ein Hund hat er jedenfalls auch nicht. Rübensam hat jetzt ganz andere Sorgen. So? Was für welche denn? Wenn ich nicht sehr irre, ist er nämlich der Exhibitionist. Die Beschreibung passt jedenfalls genau. Rübensam? Das kann ich mir bei dem gar nicht vorstellen. Es verlangt ja auch keiner von dir. Die kleine Kreinbaum hat ihn doch gesehen und wird ihn wiedererkennen, hat sie gesagt. Ich traue dem Rübensam alles zu. Rübensam kann es nicht gewesen sein. Ach nee, und woher willst du das so genau wissen? Ja, der hat doch noch nicht mal einen Pinsel. Nein, von mir einen Laien für seine Preisschilder. Wie soll der denn da ganze Bilder malen?
was für Bilder denn? Wer spricht denn hier von Bildern? Ja, hier doch. Ihr habt doch gesagt, da ist einer im Park gewesen mit... Der hätte da eine Ausstellung gemacht. Wer soll was gesagt haben? Du spinnst doch. Das ist mein Fehler gewesen, weil ich gesagt habe, wörtlich bedeutet das so viel... Eine Ausstellung, hast du gesagt. Ja, eine Ausstellung ist das auch in gewisser Weise. Aber so ein Mann stellt keine Bilder aus, sondern seine Geschichte... Halt, stopp! Du kriegst es fertig, du. Ein Exhibitionist ist ein Mann, dem der Spaß macht, wenn er seine... wenn er das alles fremden Leuten zeigen kann. Was? So was gibt es? Und was hat er davon? Na, nun reg dich nicht auf. Hier wird schon keiner seine Delikatessen zeigen. Ja, ich meine, wenn schon, sterben wird sie jedenfalls nicht dran. Es tut ja nicht weh. Soll ja mehr Exhibitionisten geben, als man denkt. Irgendwo haben die meisten Männer was Exhibitionistisches. Hab ich gerade neulich gelesen. Männer? Ich hab da keine Bedürfnisse. Mir ist das egal. Männer was Exhibitionistisches ausgerechnet. Wen muss man denn mit Gewalt dran hindern, nackend durch die Gegend zu rennen? Um dir unter den Rock zu gucken, muss man sich ja nicht mal bücken. Du nicht, andere schon. Und was ist hiermit? Dass ich alleine in diesem Sommer nackte Busen gesehen habe. Die laufen da rum mit durchsichtigen Blusen. Nicht drunter, nicht drüber. Das ist ja... Das muss ich auch sagen. Heutzutage muss man ja mit geschlossenen Augen ins Büro gehen, wenn man diese Obszönität nicht sehen will. Was ist denn schon dabei? Na bitte, meine eigene Tochter. Habe ich mir deshalb so viel Mühe mit deiner Erziehung gegeben, damit du nachher... An der Stelle würde ich mich darüber freuen. Männer sind doch ganz gern an hübschen Busen. So hübsch sind ja nur nicht immer alle Busen, dass man sie immer alle sehen will, nicht mal Alfred. Ich sehe mir prinzipiell keine fremden Busen an. Ach nee. Und neulich, das Ballett im Fernsehen? Das war kein Ballett. Das waren Eingeborene aus Uganda, Burundi. Das ist ja wohl ein Unterschied. Wieso? Wieso? Das waren Fruchtbarkeitstänze. Ja, aber mit nacktem Busen, oder nicht? Ich habe ja gesagt, das waren Eingeborene. Das machen die im Dschungel jeden Tag so. Ja, na schön, aber wir wollen wissen, wo der Unterschied ist. Der Unterschied? Das waren Schwarze, du Eumel. Aber nackte Schwarze. Ja, selbstverständlich, sie sind ja immer nackt, die Schwarzen. Deshalb ist es ja auch nicht das Gleiche, ob eine Negerin ihren Busen zeigt oder eine wohlerzogene Tochter aus judendeutschem Hause. Busen ist Busen. Sie können einen schwarzen Busen nicht mit einem weißen Busen vergleichen. Der schwarze ist dunkler, weißt du noch? Bei weißen Busen ist das unanständig, da ist das eine Sauerei. Und wieso nicht bei schwarzen? Halten Sie sich doch da raus, ja? Wenn Sie mit nackten Busen rumrennen würden, würde sich sowieso keiner wundern bei der Tante, die Sie haben. Sie tun es wahrscheinlich nur deshalb nicht, weil Sie gar keinen Busen haben. Wo habe ich keinen Busen? Wahrscheinlich ist er unterentwickelt. Als jungen Sozialisten hätten Sie ja sonst keine Hemmung. Wessen Busen ist unterentwickelt? Busen war gut! Wenn die Ihren Busen nicht zeigt, dann hat der einfach Mängel. So, das wollen wir doch mal sehen, Sie frustrierter Zwerg. Das lässt sich ja wohl überprüfen. Um Gottes Willen, was machen Sie denn da? Nimm das zurück, sonst zieht sie sich nur aus. Lass sie doch bitte ja nicht hin. Ja, wir glauben Ihnen das ja. Mein Mann sagt immer solche Sachen, er meint das nicht so. Ist ja kein Beinbruch, wenn man nichts in der Bluse hat. Auf jeden Fall habe ich mehr in der Bluse als Sie in der Hose. Hier geht es nicht nach Kilogramm, das ist eine Sache der Qualität. Los, aber Schluss! Ihre Tante wartet mit dem Essen und wir stehen hier rum. Ja, nehmen Sie Ihr Schnappi mit und damit kriegt Ihre rote Tante nicht mal was Anständiges zu essen. Sie haben den Riss in der Pfanne. Schreiben Sie doch an Ihren Genossen Helmut Schmidt und beschweren sich, wenn man Ihnen mein Benehmen nicht gefällt. Nettes Mädchen, ne? Sollten wir mal zum Essen einladen? Das könnte dir so passen. Ich habe dich genau beobachtet. Mein Gott, war das furchtbar. Bitte, was ich immer sage,
Frau Surbier und ihre Sippschaft. Wieso, Frau Surbier? Du warst das doch, der sie aufgehetzt hat. Ja, du hast das arme Mädchen ja förmlich dazu gezwungen, ihre Beweislast hier auf den Tisch zu legen. Ja, aber wollte ich mich hier ausziehen oder die? Wer weiß, ob du nicht auch so einer bist, der heimlich hinter meinem Rücken in den Park geht und da seine Sachen zeigt. Ich? Na, wenn das so weit verbreitet ist. Ich möchte nur mal wissen, was die davon haben. Na, vielleicht finden die ja zu Hause nicht genügend Anerkennung und wenden sich dann an die Öffentlichkeit. Sag mal, gibt's vielleicht heute auch noch mal irgendwann was zu essen? Ja. Aber wenn du das machst, darfst du dich nicht erwischen lassen, sonst kommst du ins Zuchthaus. Wenn er nachweisen kann, dass das ein Trieb war, dann wird er ja freigesprochen. Apropos, ich habe Hunger, was gibt's eigentlich? Das Essen ist fertig, es muss ja nur warm werden. Es gibt Königsberger Klops. Naja, immerhin besser als Schnappi. Bist du froh, wenn du Schnappi kriegst? Ja, noch ist er ja nicht drin. Oh, du lass einen Mann zufrieden. Ich glaub ja auch nicht, dass es im Gefängnis Klopse gibt. Noch dazu mit Kapernsoße. Ja, weil du keine Ahnung hast, wie es da wirklich zugeht. Die haben Theater, Kino, Fernsehen, was du willst. Die kriegen so ja Damenbesuch, wenn sie es verlangen. Erstens kriegen sie das nicht und zweitens wäre das nur vernünftig, wenn man das erlauben würde. Es wäre noch schöner, als ob wir nicht schon genug Verbrecher hätten. Was meinst du, was passiert, wenn wir denen jetzt auch noch Damen aufs Zimmer schicken würden? Da würde ja keiner mehr so doof sein und in eine Fabrik gehen oder so. Da würde ja jeder gleich, wenn er aus der Schule kommt, Verbrecher werden. Ich meine, das muss man ja zugeben. So viel Verbrecher wie heutzutage hat es früher nicht gegeben. Ja, und woher kommt es? Das möchte ich auch mal gerne wissen. Ja, weil die Verbrecher nichts mehr zu befürchten haben. Was soll denen denn passieren heutzutage? Das sind ja keine Strafen mehr, eher Belohnungen. Angenommen, ich nehme jetzt eine Pistole. Geh rüber zu Rühmsam und sage, Geld her oder... Um Gottes Willen, Rühmsam, ob sie den verhaftet haben? Ja, wieso? Ja, weil er doch, Freund Ruth hat doch gesagt, er ist der gesuchte Exhibitionist. Ja. Na und selbst wenn sie ihn verhaftet haben, was werden sie mit dem schon machen? Was denn? Ja, auf keinen Fall das, was man mit Sittenstrolchen machen sollte. Wenn ich was zu sagen hätte, dann gäbe es für solche Typen nur eine Strafe. Rübe ab. Habe ich nicht gesagt. Jedenfalls nicht die Rübe. Möchte jemand Apfelmus dazu? Obwohl, bei einem normalen Mord sehe ich gar nicht ein, warum man einem nicht auch mal die Rübe abschneidet. Schon aus Gerechtigkeit. Ob du Apfelmus möchtest? Ja, selbstverständlich esse ich doch immer dazu. Ich habe ja nur gefragt. Er hat was anderes im Kopf als Apfelmus. Ja, mach du nur deine Witze. Aber ihr werdet nur eines Tages an mich denken, aber dann wird es vermutlich zu spät sein. Dann wird die Nation verseucht sein. Und Leute wie ich, die mahnend ihre Hand erheben, wie ich das jetzt tue, wird es dann vermutlich wohl gar nicht mehr geben. Nur noch Mörder und Sittensträuße. Genau. Und Polizisten. Dass ich nicht lache. Die trauen sich ja jetzt schon nicht mehr auf die Straße. Wer kann das sein? Ja, mach die Tür um sie nach, dann weiß es. Wenn das wieder die Nichte Surbi ist, dann gib mir einen Tritt in den Hintern. Ja, den geh du doch lieber. Ah, ich geh schon. Und wenn es Frau Surbier selber ist, weil die Nichte mir alles erzählt hat. Ja, dann werdet ihr mich mal aber richtig kennenlernen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich bitte um Entschuldigung. Sie essen gerade, wie ich sehe. Und wenn Sie ganz ruhig sind, dann können Sie es auch hören. Sie sind sicherlich Herr Alfred Tetzlaff. Wieso? Hauptwachtmeister Peimann. Ich hätte Sie gerne mal gesprochen. Jetzt geht's nicht, jetzt muss ich essen. Sollen Sie ja auch, ne? Schließlich ist ja Abendbrotzeit. Ich bin nur gleich gekommen, damit Sie nicht zwischenzeitlich das Haus verlassen. Damit ich das Haus nicht verlasse? Wollen Sie mir das verbieten? Ich kann mein Haus verlassen, wann es mir passt. Ich kann jetzt sofort gehen, wenn ich will. Wir wählen noch deine Klopse kalt. Ich
bin ein freier Bürger. Ich kann machen, was ich will und wann ich will, ja? Ich will ja nur mit Ihnen sprechen. Tja, wollen Sie vielleicht einen Moment Platz nehmen? Dankeschön. Schön warm haben Sie es hier. Na bitte, habe ich es nicht gesagt? Was? Jetzt lässt dieser Helmut Schmidt schon die Zimmertemperatur kontrollieren. Kaum ist er zurück aus Moskau und schon sollen wir uns an sibirische Zustände gewöhnen. Auf der einen Seite behaupten, bei uns wird das Öl nicht knapp und Gas hat er jetzt auch in der Hinterhand. Und jetzt kannst du selber sehen, alles erstummen und erlogen. Der markiert einen dicken Otto und wir sollen frieren. Bei mir nicht. Bestellen Sie Ihrem sogenannten Bundeskanzler 1924 bei Tetzlaffs 22 Grad Celsius. Und sonst kann er mich auch. Ich habe nämlich mit den Arabern keinen Streit. Aber... Ja, ich auch nicht. Sollen wir dafür büßen, dass diese... Naja, dass die damals da einmarschiert sind und nicht wieder raus wollen? Das interessiert mich alles wirklich nicht. Umso schlimmer. Wer will wo nicht raus? Du weißt es doch selber. Ich möchte es aber gerne von dir hören. Sag ich aber nicht. Was soll das eigentlich alles? Weiß ich doch nicht. Es geht ganz... Er soll nur sagen, was er denkt. Die Juden sind unser Unglück, oder? Nie im Leben wirst du das von mir hören. Auch dass wir für die Heizung jetzt doppelt so viel ausgeben müssen, ist ja nicht wegen der Juden, sondern... Die Araber! Na mach doch! Weil die Juden... Lass mich doch zufrieden! Diese ganzen Levantiner da unten können mich mal am Arsch lecken. Das können Sie auch Herrn Schmidt melden. Nun beruhigen Sie sich doch endlich. Das hat nichts mit Arabern zu tun, nichts mit Israelis, nichts mit dem Bundeskanzler. Nun sagen Sie doch mal offen und ehrlich, was Sie von meinem Gatten wollen. Es steht im Zusammenhang mit dem Fall Prinzenpark. Sie werden möglicherweise schon davon gehört haben. Natürlich. Der Mann, der sich da bloßgestellt hat. Wir haben bisher nur vage Vermutungen über das Delikt. Oh, da können wir Ihnen weiterhelfen. Wir wissen nämlich schon, wer das Delikt ist. Rübensamen. Ihr habt vom Delikt gesprochen. Was du meinst, nennt man Delinquent. Hm? Ist der arme Kerl denn schon verhaftet worden? Nennst du einen armen Kerl? Mach dir an kleine Kinder ran und schon hast du Mitleid mit dem Schwein. Mensch, sag mal, woher weißt du das eigentlich alles? Dass das ein Verbrecher ist, hätte ich Ihnen schon vor Monaten sagen können. Billig ist er ja wirklich nicht. Aber das hat ja nun nichts damit zu tun, dass er im Park seine Hose aufmacht. Na, das hört ja nun Gottlob auf. Er kann ja nicht im Gefängnis sitzen und gleichzeitig seinen Laden offen halten. Darf er das nicht? Na, natürlich nicht, das wäre noch schöner. Wo er doch ganz allein in der Zelle sitzt. Ich meine, der schadet das doch niemanden, wenn er mal ab und zu seine Laden aufmacht. Die Wärter sind doch sicher abgeherrscht. Was haben denn die Wärter damit zu tun? Das liegt an ganz anderen Sachen, das ist politisch. Aber bei Sittlichkeitsverbrechern sind die Sozis eben lasch. Aber wenn einer mal seinen Laden zur falschen Zeit aufmacht, dann greifen sie durch, weil es ein Wirtschaftsverbrechen ist. Das hätte ich nicht gedacht. Eben, weil du eben nichts von Politik verstehst. Viele Frauen in der SPD wollen ja ein neues Ladenschlussgesetz. Da sind die unheimlich scharf drauf. Wegen Rübensamen? Mit Rübensamen hat das nichts zu tun. Der wird als Exhibitionist verurteilt. Aber sein Laden muss an seine Eigenschaft als Unternehmer geschlossen halten. Das verstehe ich nicht. Das ist doch ganz klar. Oder wie? Das ist doch ein und dasselbe. Stör mich nicht, oder wie? Oder was? Ja, Sie müssen schon zuhören, wenn Sie hier sind und nicht immer dauernd auf meine Klopse starren. Sie kriegen sowieso nicht ab, die sind erzählt. Haben Sie großen Hunger? Wie? Nein, natürlich nicht. Waren Sie dabei bei der Verhaftung? Bei welcher Verhaftung? Ja, bei Rübensams Verhaftung, Menschenskind. Sind Sie schwerhörig? Wer soll das sein? Der Exhibitionist. Ja, der Mann, der schräg gegenüber den kleinen Laden hat. Ach, den meinen Sie? Der ist vernommen worden, ja.
Nur vernommen? Vom Inspektor persönlich. Wir hatten einen Hinweis, der uns zu ihm geführt hatte. Na, was habe ich gesagt? Vernommen, aber nicht verhaftet. Heutzutage kann einer machen, was er will. Ehe die einen verhaften, da muss man schon dem Bundespräsidenten seine Schlagertexte klauen. Also was das Alibi von Herrn Rübensam angeht, so ist das sozusagen amtlich. Es war nämlich gerade ein Beamter vom Finanzamt im Laden. Und? Er hat die ganze Zeit mit Herrn Rübensam über den Büchern gesessen. Bücher? Der hat überhaupt gar keine Bücher. Der liest noch nicht mal richtig Zeitung, wie mein Gatte. Der Polizist meint sicher Kontobücher. Aber wenn Rübensam nicht der Täter war, wer war's denn? Na, das versuche ich ja gerade herauszufinden. Wie sind Sie denn überhaupt auf Rübensam gekommen? Als Verdächtigen. Ist er denunziert worden? Natürlich ist er denunziert worden. Und wir wissen ja von wem. Meinst du Frau Surbier? Wer denn sonst? Soviel ich weiß, gab es nur eine Beschreibung des Beschuldigten, die vor allem die Kleidung und die Körpergröße betraf. Und dann natürlich den Hinweis, dass er in einem dieser Häuser verschwunden ist. Die Körpergröße? Die Zeugen haben ausgesagt, dass es sich um einen ungewöhnlich kleinen Mann gehandelt haben soll. Was glotzt ihr mich so an, ja? Es gibt mehr kleine Männer auf der Welt, als man denkt. Aber nicht hier in der Straße. Ja, außerdem kann man den Menschen nicht gleich deshalb zum Verbrecher stempeln, weil er Umstände halber kein Gulliver ist. Goliath meine ich natürlich. Der Beschuldigte hatte einen schwarzen Mantel. Besitzen Sie zufällig einen schwarzen Mantel? Nein, ich besitze keinen schwarzen Mantel. Draußen im Flur habe ich aber einen gesehen. Gehört er Ihnen? Michi trägt nie schwarze Mäntel. Nie, woher wissen Sie das wissen? Weil ich nur einen grünen habe. Ja, den kann man sich ja zur Not leihen. Außerdem ist es ja selbstverständlich, dass man sich verkleidet, wenn man ein Verbrechen vorhat. Gerade Leute, die normalerweise keine schwarzen Mäntel tragen, sind besonders verdächtig, wenn die Täter dann doch welche anhatten. Also, wenn dieser Mantel im Flur nicht Ihnen gehört, darf man erfahren, wem er gehört? Ich habe natürlich einen Mantel, aber der ist eben nicht schwarz. Sondern? Mitternachtsblau. Also ich hätte geschworen, der ist schwarz. Da kann man mal sehen, wie Sie beobachten als Polizist. Sie können wahrscheinlich nicht mal den Tünnes vom Scheel unterscheiden. Aus der Politik halte ich mich raus. Naja, aber wenn sich der Polizist schon irrt, dann kann sich der Zeuge ja auch geirrt haben. Wenn du glaubst, dass hier jeder zweite farbenblind ist, ja? Wo waren Sie denn heute zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr? Du. Ich? Du! Ich? Ja, Sie. Wo soll ich schon gewesen sein? Zu Hause natürlich. Na ja, dann ist ja alles erledigt. Sie können das sicherlich bestätigen. Wer, ich? Ob Sie bestätigen können, dass Ihr Mann um die genannte Zeit zu Hause war? Sicher war zu Hause. In der fraglichen Zeit zwischen 5:30 und 6:30. Ja, das nehme ich doch an. Wo soll der schon gewesen sein? Normalerweise kommt er um 4:30 und geht nie weg. Und wenn er weggeht, geht er zu Rudi in eine Kneipe, aber die macht erst um 6 auf. Woanders geht er nicht hin. Hm. Hätten Sie bemerkt, wenn er mal für ein paar Minuten das Haus verlassen hätte? Wie hätte ich denn das bemerken sollen? Ich war doch gar nicht zu Hause. Aber Sie haben doch gerade gesagt, er war zur fraglichen Zeit zu Hause. Er hat das auch gesagt. Was soll das überhaupt alles? Ich weiß auch nicht, ob Sie hier so einfach Vernehmungen durchführen dürfen. Das werden wir hier essen. Wenn Sie glauben, dass mein Vater ein Exhibitionist ist, dann sagen Sie es ihm ins Gesicht. Stellen Sie nicht so Fragen hintenrum. Alfred soll das gewesen sein? Ausgerechnet bei Kindern, wo der Kinder nicht ausstehen kann. Der würde dem ja nicht mal ein Bonbon zeigen. Es scheint ein Missverständnis zu sein. Ich will Sie ja nicht beschuldigen. Ich wollte Sie bloß mit der Aussage des Augenzeugen konfrontieren. Wer ist denn überhaupt dieser Augenzeuge? Nee, das hat doch die Nichte von Frau Surbier schon gesagt, die kleine Kreinbaum. Kenne ich nicht. Natürlich kennen Sie die. Das ist doch die Tochter von Frau Kreinbaum, mit der ich früher mal gespielt habe. Erstens kenne ich sie nicht und zweitens ist sie nicht klein, sondern mindestens 1,75 Meter groß.
Aber sie ist kleiner als ihre Schwester. Ja, trotzdem, wenn einer schon mal 1,75 Meter ist, dann kommt ihm jeder andere wie ein Zwerg vor. Als Zeugin ist sie also völlig unbrauchbar, weil sie voreingenommen ist. Es gibt ja noch andere Punkte, die Sie belasten. A, Sie haben kein Alibi. B, Sie sind im Besitze eines dunklen Mantels. C, Sie haben bestritten, einen solchen zu besitzen. Bestritten? Ich habe überhaupt nichts bestritten. Das sind die SS-Methoden. Also das mit den SS-Methoden möchte ich vorsichtshalber überhört haben. Was Sie so SS-Methoden nennen. Oder waren Sie bei der SS? Nee, natürlich nicht. Den hätten Sie doch gar nicht genommen. Wieso nicht? Wenn ich gewollt hätte, hätten die mich auch genommen. Aber ich bin demokratisch gesinnt. Immer gewesen. Und zu klein. Auch. Immer gewesen. Das ist doch nur egal. Ich finde das auch nicht gerade schön, wie Sie hier mit meinem Mann sprechen. Ja, aber liebe gnädige Frau, ich unterhalte mich mit Ihrem Gatten. Weiter nichts. Vielleicht kann er mir helfen, eine Straftat aufzuklären. Wieso soll ich Ihre Straftaten aufklären? Sie werden doch dafür bezahlt, ich doch nicht. Will ich mal was sagen? Ich bezahle meine Steuern und mehr will ich mit diesem Staat nichts zu tun haben, solange da eine Regierung an der Macht ist, die von einem Orgelspieler kommandiert wird, der früher bei der FLAG war. Also gut, Sie bestreiten jedenfalls die genannten Punkte nicht. Ja? Ich habe keine Lust, alles zweimal zu sagen. Würden Sie dann auch bestätigen, dass Sie des Öfteren das Pissoir am Prinzenpark benutzen? Ja, so oft ich Lust habe, ja. Und das ist verboten. Das ist nicht verboten, obwohl viele Pissoirs, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, als Treffpunkt zwielichtiger Gestalten anzusehen sind. Jedenfalls aus polizeilicher Sicht. Also ich glaube nicht, dass er dahin geht, wo Sie sagen, um sich mit solchen Leuten zu treffen. Mein Mann hat überhaupt gar keine Freunde. Es bestehen selbstverständlich polizeilicherseits keine Einwände dagegen, diese Orte zu betreten. Vorausgesetzt, es geschieht ausschließlich zum Zwecke des Wasserlassens. Zum Zwecke des Wasserlassens? Hast du das gehört? Da kannst du mal sehen, wo man hinkommt, wenn man nicht mehr so reden darf, wie an der Schnabel gewachsen ist. Das Gebäude heißt Pissoir. Und darum nennt man das, was man da macht, und nicht Wasser lassen, sondern... Alfred! Ja, schrei mich nicht immer an! Ich hab den Namen ja nicht erfunden. Das ist so ja französisch, steht so ja wie am Eingang. Geschrieben vielleicht, aber deshalb braucht man das doch nicht gleich aussprechen. Ach nee, dann möchte ich mal wissen, was du sagst, wenn da zum Beispiel ein Fremder auf dich zukommt und dich fragt, verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, wo befindet sich denn hier in der Nähe die nächste Wasserlassanstalt? Wie? Ja, was wirst du denn sagen? Weiß ich nicht. Jedenfalls nicht das, was du gerade sagen wolltest. Jedenfalls wollten Sie nicht grundsätzlich bestreiten, dass Sie hin und wieder dieses Pissoir frequentieren. Frequentieren tust du da auch? Halt die Klappe. Nein. Würden Sie sagen, dass es eine Gewohnheit von Ihnen ist, dahin zu gehen? Es ist eine Gewohnheit von mir, täglich zu pingeln, ja. Das ist wie eine Sucht. Manche gewöhnen sich das schon als Babys an und kommen nie wieder davon weg. Ich werde mit dem Stinkstiefel schon alleine werben. Ja. Er hat noch mehr im Hinterkopf. Ich war übrigens auch schon einige Male in diesem verdächtigen Pissoir. Allerdings wohl nicht so oft. Du trinkst ja auch nicht so viel. Mein Gatte hat eine etwas schwächliche Blase. Was soll das eigentlich alles? Sie können einem Menschen doch nicht vorwerfen, dass er Bedürfnisse hat. Und wenn er sie verspürt, dann auch erledigt. Ja, da kennst du aber die Sozi schlecht. Vermutlich haben die inzwischen das Pinkeln verboten. Wenn einer in ein Pissoir reingeht, dann kriegt er gleich ein Strafmandat. Denen ist doch scheißegal, wo sie das Geld herkriegen. Ich bin bisher sehr geduldig gewesen. Aber wenn Sie so weitermachen, kriegen Sie wegen subversiver Äußerung einen Denkzettel verpisst. Lieber Mann, da sind vielleicht Methoden. Sie kommen hier rein, provozieren einen relativ harmlosen Menschen. Lass ihn doch! Was wollen Sie noch wissen? Es tut mir leid, wenn Sie einen falschen Eindruck gewonnen haben. Aber ich wollte ja nur untersuchen, ob Ihr Herr Schwiegervater gewohnheitsmäßig das Pissoir am Prinzenpark aufsucht, wenn er von der Arbeit kommt. Kannst du ja zugeben.
Ja. Mich? Waren Sie heute auch im Pissoir? Nein. Ja oder nein? Nein, habe ich gesagt. Heute warst du nicht da? Ja, wie oft soll ich das noch sagen? Nein, heute nicht. Bin ja nicht gezwungen, da jeden Tag hinzugehen. Ja, und warum nicht? Ich meine, gab es irgendeinen Grund? Vielleicht musste er nicht. Es lag kein Bedürfnis vor. Lag kein Bedürfnis vor, oder? Oder? Konnten Sie deshalb nicht in die Bedürfnisanstalt, weil sie nämlich heute gar nicht geöffnet war. Sie wird nämlich gerade renoviert. Ich musste nicht. Ja, wussten Sie das schon vorher oder haben Sie das erst bemerkt, als Sie sahen, dass die Anstalt geschlossen war? Ja, ich wusste ja gar nicht, dass sie geschlossen war. Das Schild ist ja ganz klein, das kann man ja gar nicht erkennen, wenn man dann nur so vorbeigeht. Naja, aber das Schild haben Sie gesehen. Nein. Aber Sie wussten doch, dass das Schild klein war. Das haben Sie gesagt. Nein, das hast du gesagt. Das habe ich selber gehört. Nun lass ihn doch zufrieden. Das ist doch auch egal, ob er das nur wusste oder nicht. Wenn er sowieso geschlossen war, konnte er ja gar nicht in dieses Häuschen gehen, selbst wenn er gewollt hätte. Ja eben, das will dieser hinterlistige Bulle ja gerade beweisen. Was will er beweisen? Dass Alfred nicht im Pissoir gepinkelt hat, sondern draußen, im Freien, im Park. Und dass da jemand vorbeigekommen ist, das gesehen hat und gedacht hat, dass Alfred gar nicht... Naja. Dass er der Exi... Dings da ist? Diese Möglichkeit besteht doch wohl. Welche Möglichkeit? Dass er da in einen Baum gemacht hat. Ich habe nicht an dem Baum gemacht. Sondern? Gar nicht. Vielleicht an die Wand des Pissoirs. Auch nicht. Außerdem konnte man das ja gar nicht sehen. Umdrehen war ja noch die Eingangswand davor. Dann hast du es also doch gemacht. Ich habe nicht das gemacht. Ich habe... Außerdem konnte man es wirklich nicht sehen. Obendrein war ja noch der Mantel davor. Ja, haben Sie denn nicht bemerkt, dass währenddessen eine Dame vorbeigekommen ist? Erstens ist das noch lange keine Dame für mich, wenn da die kleine Kreidenbaum rumschlunzt. Und zweitens hätte sie auch weggucken können, weder anständiger Mensch. Soll ich denn in die Hose machen wegen der? Nein, natürlich nicht. Aber wenn so eine Anzeige kommt, müssen wir der Sache natürlich nachgehen. Also... Sie haben an der Wand des Pissoirs Ihre Notdurft befriedigt, weil das Pissoir geschlossen war. Ist das so richtig? Na und, was denn dabei? Er muss mal. Er weiß, da ist ein Pissoir, er geht hin, sieht, dass geschlossen ist. Das ist ein Notstand. Ich mache ja meinem Schwiegervater ja auch keinen Vorwurf. Wir müssen nur die Sachlage klären. Und was passiert nun? Wahrscheinlich nichts. Es kann sein, dass Ihnen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses... eine Buße von 5 Mark auferlegt wird. 5 Mark? Das hängt natürlich auch von meinem Bericht ab. Es kann sein, aber wahrscheinlich wird es nicht so weit kommen. Das sind widrige Umstände. Wir Polizisten sind ja auch nur Menschen. Wir haben dafür volles Verständnis. Und damit ist der Fall erledigt? Ja, was mich angeht, ja. Er hat ja auch gleich alles gestanden. Na, so gleich nur wieder auch nicht. Aber das kann man ja verstehen. Naja, nun wollen wir Sie nicht länger aufhalten, ja? Ich hätte nur noch eine Bitte. Was denn nur noch? Dürfte ich vielleicht mal Ihre Toilette benutzen? Wird die nicht gerade renoviert?